Hier ist gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute Grindelia, wohl Grindelia robusta. Das ist eine nordamerikanische Heilpflanze, hier fotografiert und gefilmt im Parco Sicurtà beim Gardasee in Norditalien, die schon im Wilden Westen Karriere machte und für alles und jedes herhalten musste und gesund war. Bewiesen ist, ihre Inhaltsstoffe aus den getrockneten oberirdischen Organen haben eine antibakterielle Wirkung und eine Wirkung auch gegen Pilze. Wenn man das auch in vitro testet, dann werden die Pilze und Bakterien zurückgehalten. Das ist dann wohl auch der Grund, dass diese Heilpflanze wirklich wirkt und vor allem bei Atemwegsbeschwerden, bei Entzündungen, aber auch bei Entzündungen in der Harnröhre, im Darm eingesetzt wird, weil sie eben eine antibakterielle und eine Antipilzwirkung hat. Die Pflanze ist schön, die Blüte wunderschön. Und das Laub relativ locker, allerdings erinnert es so ein bisschen an die Ackerdistel und Verwandten, sieht nicht so gut aus. Die Pflanze ist eine Staude, die mehrere Jahre überdauert, immer wieder kommt am gleichen Ort und daher auch kontinuierlich angebaut werden kann. Grindelia. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.